Willkommen zurück zu Let's Play Super Smash 3D World. Level 8 der Star World. Spuk im Winternebel. Macht Luigi. Du siehst es magisch an, du Typ. Du siehst es einfach magisch an. Es ist dir als Schicksal auferlegt, immer wieder diesen Typ von Level zu spielen. Kannst es nicht abwenden, Luigi. Es gehört einfach zu dir. So wie du zu ihm. Klar. Als ob euch das was bringen würde, die Keycoin hier so zu bewachen. Moment, ist das jetzt links Abgrund oder Wand? Nein, das ist Wand. Okay. Moment, kann ich hier Spuren zeichnen? Tatsache. Ist ja episch. Irgendwas wird es mit den Grabsteinen noch auf sich haben, habe ich so das Gefühl. Oh. Okay. Klar. Überhaupt nicht reiß versteckt. Moment, das. Da ist was. Okay. Aha. Boah, ihr nervt. So, weg mit euch. Okay, hier sollen wir rein. Ach, danke. So geht's natürlich auch. Bis jetzt ist es aber auch noch überhaupt nicht schwer. Gut, da kommt man auch so rein. Und da oben hin, keine Ahnung, wie man hinkommt. Auf jeden Fall vermisse ich zurzeit noch ein bisschen was Grünes und alles. Und natürlich lege ich den Stern als letztes frei. Warum auch nicht? Immer schön, wenn man das Wichtigste zuletzt freilegt. Hey, ziemlich haarschein. Mann. Okay, wo gehen wir am besten hin? Oh, verpisst euch. Interessiert euch nicht, wie Bohnen ich weiß. Und das bringt gar nichts. Schön. Sollen wir schauen, was es hier drin gibt? Das ist einfach random. Irgendwie, ja. Türen. Türen, die einfach da sind, weil sie da sein sollten. Genau. So ungefähr stelle ich mir das vor. Und. Wow. Was will man gegen euch machen? Ich meine, ich bräuchte eine Lichtquelle oder so, um euch zu töten. Achso, vielleicht kann ich euch mit Schneebällen killen. Ne, das ging ja auch nicht. Dafür werden die bloß auch wieder unsichtbar, ne? Auch irgendwas, was Licht gibt oder so. Oder ein Baublock. Aber da ist doch kein Baublock. Oder ist sowas im Baum? Nee, das bin bloß ich. Moment. Keine Ahnung, wie das gehen soll. Ob es da was für gibt. Natürlich gibt es da ziemlich wahrscheinlich was für. Muss ich nur schauen, wie das gehen soll. Aber bis jetzt geht's hier überhaupt nicht. What the fuck? Okay, jetzt geht's hier gleich weiter, aber. Das war's doch schon wieder. Ja. So, jetzt können wir da rein. Und das war's. Ich brauche irgendwo von eine Lichtquelle oder sonst irgendwie was. Aber ansonsten komme ich da doch nicht. Hier irgendwo was wie, keine Ahnung, ein Scheinwerferblock oder so? Ich meine, anders kann man die ja nicht killen. Oder kann man die anders killen? What the fuck? Die Zeit ist fast aus. Ach du Scheiße. Und ich habe noch gar nichts. Ich habe weder Checkpoint noch sonst irgendwas. Ich glaube, ich werde in diesem Level an der Zeit scheitern. Keine Ahnung, höchstens, dass vielleicht Rosalina die wegwirbeln kann und... Gift! Gift! In einem Geisterschnee-Level, Alter, wie verrückt wird sie eigentlich gerade? Okay, gib mir ja die Zeit, die brauche ich gerade. So, nichts anderes. Ich habe keine Ahnung, wie man Captain Toad helfen soll. Aber, naja. Was will man machen?
Gott, ich muss niesen. Ah, ich kann mir jetzt schlecht die Nase zuhalten oder schnell irgendwas anderes machen. Moment, hier ist was. Okay. Nein, ich wollte nicht in dich rein. Egal. Oh, oh, da unten ist das Gift, ja. Ach, lass mich ran, hier ist Grundstein 2. Hä? Wie geht das denn? Hä? Was ist das denn? Hä? Ich kapiere bei dem Level absolut nothing. Ich kapiere... Hä? Hä? Okay, ihr versinkt im Nebel und da unten passiert nichts. Okay, hier sind zwei Rätselboxen auf einmal. Ist natürlich auch schön. Achso, ja klar. Die eine ist fake, auch schön. Dann ist auch noch ein Grundstein. Ah, achso, ich glaube hier ist... Ja klar, es ist der zweite. Natürlich ist es der zweite. Und das ist der dritte. Boah, wieso läufst du direkt in den Nein hinein? Boah, Luigi. Nichts nutziger. Eine Frage. Wie hätte das denn funktionieren sollen? Hallo? Na egal. Die Musik passt auf jeden Fall überhaupt nicht. Beziehungsweise vielleicht ein Stück weit passt sie schon, aber. Hm. Das Level ist seltsam. Das Level ist einfach nur noch seltsam. Nein! Wo wirst du das? Den scheiß Schneeball hin! Oh, ein Kack. Weil ich weggegangen bin. Letzte Sekunde. Wow, 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 wow. Ob es da hinten ein Bumerang gibt? Ich weiß nicht. Einfach mal schauen. Vielleicht habe ich ja Glück. Oder aber Pech. So wie jetzt zum Beispiel. Ich glaube hier nicht. Ich glaube hier ist einfach nicht. Den Grünstein zu bekommen. Nee, ich muss sowieso nochmal den ersten her. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Da kann man weiter. Das bringt auch wieder absolut nothing. Natürlich. Ach, bin ich blöd. Natürlich. Mit einem Schneeball. Mit einem Schneeball einfach sich das scheiß Drecksteil holen. Oh Gott, bin ich blöd. So wie den hier. Los gegen die Geister am Anfang hat doch. Wo ist so ein Schneeball auch nichts gebracht? Und was machst du? Oh, letzte Sekunde wieder. Mal. So, probieren wir es. Probieren wir es. Auf gut Glück. Ja, geschafft. Damit hätten wir immerhin schon mal die ganzen Grünsterne. Ich muss jetzt nur noch den fucking Stempel finden, der scheinbar hier rechts ist. Oh ja, und hier, das ist... Ja, aber komm, das war jetzt alles andere als schwer. Hm. Naja, also... Die Spezialwelt mag am Anfang schwierig gewesen sein, aber... Mittlerweile ist sie eher, naja, Durchschnittsmaß. Ja, ich sehe schon. Ich sehe schon, was mich hier erwartet. Ja. Gut gemacht. Wie ich an den ersten Grundstein rankomme, sah, keine Ahnung. Keine Ahnung. Ich schau mal, ich werde jetzt verschiedene Varianten ausprobieren. Und einfach mal überlegen, was funktioniert und... Ah, so habe ich ungefähr schon meine Vorstellung, wie Katzen-Rosalina aussehen würde. Ah, okay. Es geht dann gleich weiter mit dem Laufenprogramm. Hahaha. sobald ich irgendwie eine Möglichkeit gefunden habe, den Ein Gamepad-Level. Ein Gamepad-Level, natürlich. Ach du Scheiße. Und wie viel Grundstein brauche ich für das Ding? 210, naja, okay. Kriegt man ja locker zusammen. Okay, bis gleich. Ach Gott, keine Ahnung, wie das gehen soll. Und ich frage mich noch, wozu der Stern wohl gut sein möge. Jetzt setz mir ein, hier war ja ein Stern. Oh Gott, das ist natürlich irgendwo, irgendwie, ja klar. Ach man, bin ich blöd. Jetzt einfach alle Geister gehen, fertig. Geht doch. So, gib her. So. Hätten wir das auch. Gut, dann... Rein hier. Und ich bringe das Ding schnell nach Hause und dann sehen wir uns gleich wieder bei Level Stern 9. Zugegeben, man hätte von selbst drauf kommen können. Aber egal. So. Machen wir jetzt also weiter mit diesem schnuckligen Level.
wofür 207 Grundsteine brauchen. Und sind wir mal gespannt, was es ist. Schwere Sternengeschütze. Okay. Und das kriegt Mario nach langer Zeit mal wieder. Bei den mal irgendwie, oh, ja, ich weiß auch nicht. Kennt ihr den Typ noch? Ja. Wie man ihn kennt. Wie man ihn kennt, wie er fehlt, wie er lebt und lebt. Das ist doch das, was wir von ihm erwarten. Okay, fangen wir also mit dem Level an. Das gerade war ja ein Test. Gebt mir eins von diesen verdammten Teilen. Oder wie soll das... Das sind doch die Kanonen, die man so mitnehmen kann, oder? Oder täuscht mich da gerade? Oh. Ha! Ja, genau, so was habe ich geahnt, das kommt. Oh, und hier gibt's Münzen. Super. Auch kein Mensch. Oh, Mann, wieso bist du denn da? Da brauche ich doch ziemlich wahrscheinlich schon wieder einen Stempel. Ja, Stempel brauche ich nicht, aber ich könnte den Stempel ja bekommen, wenn ich die Scheißkanone hätte. Also nochmal. Wir fangen jetzt aber wirklich mit dem Level an, ne? Also das war gerade war ja nur ein Test, ob es noch läuft und alles, und das tut es in diesem Fall nicht. Aber okay. So. Ich versuche dich mal abzuknallen, du blödes Kanonendings. Wieso stirbst du nicht? Mann! Halt, da gibt's was. Hallo. Mann! Wieso? Ich hab doch... Meine Scheiße. Den Knochendrücken sind so nervig. Das glaubst gar nicht. Verpisst euch. So, verpiss dich. So, ich versuche jetzt schon mal von vornherein abzuknallen. Irgendwie... Auch wenn das gerade sowas von prächtig funktioniert. So. Hä? Ach, da muss ich einen... Ja, starken Schuss zu aufladen. Um hier rüber zu kommen. Ja, dann lauf halt. Boah, auch in alle Ewigkeit. So. Und... Wow, weiter. Wollte ich eigentlich sagen, aber ja. Passt schon wieder. Ah, hier gibt es noch mal ein paar weitere Blöcke. Ist ja auch schön. Und zack. Und ja, schön, dass es da schon wieder was gibt, aber eigentlich wäre mir das Liebste, wenn ich mal einen Grünstern zu sehen bekäme, bitte. Dich killen vielleicht und dann kommt einer? Nein. Du bist einfach bloß da, weil du wach bist. Das ist immer schön. Ups. Hey! Moment, seht ihr das? Auf dem Boden sieht man einen Chaos Emerald. Wie hübsch ist das denn? Ey, ja, schön nach oben. Wie kommt man nach oben? Nein! Ach du Scheiße! Lobe ich mir doch, wenn ich Peach hätte, wo. Ja, mach halt Uff hier. Gibt's denn hier mal jetzt was, was sich Grundstein nennt? Halt, ich sehe was. Ich sehe was. Haha. Grundstein 1. So. Rein hier. Und. Oh Gott. Unterwasser. Natürlich. Webs aufmachen. Nice. So, mal ein bisschen aufladen. Und nochmal bitte am besten gleich den Powerblock treffen. Dann halt nicht. Ah, hat geklappt. Schön. Boah, kannst du mich mal bitte vorbeilassen? Alter, nein. Da unten geht's doch rein.
sink halt ab. Boah, Mann, ey. Oh, scheiße, die kommen. Nein, die kommen hier nicht rein. Aha. Und da geht's jetzt so lang. Boah, Alter. Ja, schwimm ruhig in deinen Tod. Boah. Was war das denn? Was war das denn? Mann! Wollte bloß schauen. So, vergiss ich. Das Item ist, weiß Gott, in SMBX viel einfacher zu steuern. Aber umgesetzt hat man es sehr seltsam. Schlecht ist es nicht, aber... gut ist auch was anderes, ne? Boah, verpisst euch. Und zack. Nice. Und Stempel. Wow. Und zack. In your face. So. Ja. Auferstehung verhindert. Nice. Oh. Ja. Geht doch. Genau wie ich es geplant hatte, natürlich. Mann, was machst du denn, Mario? Mensch. Na. Hallo, hol dir so ein scheiß Blockding. So ein scheiß Blockding. Super. Ausdruck für die Kanone. So, hier war doch ein... Ja. Der erste Grundstein. Nice. Ja, ja. Gut, dann rein hier. Ich werde auch erst jetzt auf da unten gibt's so eine durchsichtige Röhre. Ich glaube, die nehme ich auch in Anspruch, ja. Ist doch viel unumständlicher. Zack. Jetzt bitte den Powerblock. Zack. Damit hätten wir das. Jetzt will ich bitte da unten rein. Und habe somit den nächsten Grünstern und jetzt geht's da oben rein. So, zack, hier noch die beiden Blöcke einfach aktivieren, damit, ja, falls es lustig ist. Oh, unten gibt's Zeit. Schnell. Moment, das waren 100? Also für mich sahen das nur noch 10 Sekunden aus, aber okay. Ach du Scheiße. So. Aber okay, wir sind durch. Okay, ich soll da. Geht's da weiter? Ja, schon. Ja. Und jetzt scheint es nochmal so richtig rund zu gehen. Oh ja. Sie ist schon kommen. Ha, halt. Trifft der? Ja, der trifft. Das ist gut. Ich frage mich bloß gerade, was hat's mir jetzt eigentlich gebracht? Dass ich zu dem Grundstein kann, schön und gut. Bloß ich werde da, wenn ich nicht auffasse, runterfallen. Aber ich hab's geschafft. Weil ich gut bin. Und das war alles andere als gut. Willst du mich verarschen? Ja, klar. Alter, wie dreist platziert. Wow. Bloß nicht anstoßen, das scheiß Drecksding. Ich will doch nicht den Noob-Block benutzen. So. Nice. Und zack. So müsste ich eigentlich am besten rankommen. Wow, wow. Alter, das kommt davon, wenn man zu viel Gas gibt, Mario. So, auf ein neues. Zack. Nice. Halt, nee, das machen wir so. Dann, das machen wir so, indem wir hier nach vorne schauen, denn... Oh. Und vom Gas runter. So, so muss es gehen, genau. Nein! Halt wieder das scheiß Sexding hier. Danke. So, mal schauen, was hier jetzt noch kommt. Außer, ja, bis jetzt noch nicht so viel viel. Oh. Halt. Oh Gott.
sag euch, das ist nicht gerade. Ah, der einfach. Nein, was machst du? Oh Gott. Ja, ich hab's irgendwie geschafft. Weg mit dir. Halt die Fresse. Oh. Ja, scheiß auf die Ringe. Ja, sind doch Ringe. Ringe mit Münzen, genau. Nein. Das wollt ihr jetzt nicht wirklich von mir, Nintendo. Moment, das ist so ein großer Flaggenpool. Aber wieso das denn? Nein! Wieso machst du das? Mario, du blödes Stück! Nein! Ach Gottchen, was war das denn? Hast es versaut! Ein Flaggenpool. Menno. Oh Gott, nein. Ja, lass es, oh nein. Es war klar, dass die nächste Welt kommt. Eine Bonuswelt! Und was war das? Schöne Welt extra Anhang oder was? Keine Ahnung. Oh, also, ich hole mir jetzt hier schnell den goldenen Flaggenpool. Das ist jetzt mein Nachenpart. Schon jetzt erstmal, wo es hier lang geht. Oh Gott. Das sieht grün aus, das müsste Weltblumis sein. Das ist Weltfilz. Natürlich. Spiel verarscht mich doch. Nach Strich und Faden, wie es nur geht. Nacht über den Kollegen. Oh Gott, ich glaube, das sind Remake-Level, also Levels, die es schon mal im Spiel gab. Allerdings. Nun ja, und mit ein paar anderen Voraussetzungen. Oh ja, oh. Ja, chillt. Erleben. Okay, hier gibt es bloß wieder Zeit. Nice. Vielleicht muss ich euch nicht killen. Hier ging es doch hoch. Ja, hier geht es auch hoch. Und ist da oben jetzt immer noch der Grundstein? Nein, hier ist Zeit. Hey, wo sind die Grundsteine hin? Die hat mal abgeschafft, oder wie? Ja, hier ist bis jetzt wirklich überaus viel. Wo, was musst du denn? Schmiede. Nothing. Da ist wieder nur das Leben. Halt! Stern! Verpiss euch. Oh. Am besten dich erstmal killen. Oh. Oh. Und das ist der erste? Das ist der erste. Oh, aber die Zeit geht mir aus. Die Zeit geht mir aus. Ruhe. Wo ist der Stempel? Ist ja da oben irgendwo drauf, oder was? Nicht. Ach du Scheiße, Zeit. Ich brauch Zeit. Und ich brauch schon wieder Zeit. Ja. Die Zeit wird mich jetzt Kopf und Kragen kosten. Und tschüssi, du öde, schnöde Welt. Ah, okay, Turbo-Mode anschalten. Hier, bleibt mir vom Leib. Schön. Schön. Da unten gab's nichts. Aber hier war der Stern. Hol dir halt die scheiß Rixing. So, schön. Zack, Zeit. Oh Gott. Ich habe Angst vor der Welt, dass die wirklich so ein extremer Bullshit wird. Oh. Vergiss dich. Und du auch. Ich weiß bloß nicht, wo ihr der Stempel bitte schön sein soll. Hallo? Natürlich geht's hier runter. Schön. Ja, schön ist da oben lang. Soll ich jetzt verarschen spielen? Oder sagst du einmal zur Abwechslung die Wahrheit? Hier unten ist eine Röhre. Hier oben ist Grünstein 2, super. Ob es da unten immer noch was gibt?
So. Mal schauen, ob ihr was gibt. Nee. So, was ist hier? Ja, geh da halt rein. Ach du Scheiße. Schnell. Beeil dich doch. Schnee. Grünstein 3. Schneller. Die Zeit. Die Zeit. Dann nochmal. Zeit. Habe ich überhaupt noch Zeit, da unten nachzuschauen? Ja, ich habe noch Zeit, hier unten nachzuschauen. Weißt du schon, dass es hier unten absolut nothing gibt? Was ist der fucking Stempel? Oh Gott. Hol dir erstmal die Zeit. Und jetzt schau dich noch in Ruhe um. Ja, was heißt in Ruhe? Wir stehen unter Zeitdruck. Hallo. Hier gibt's nichts. Nichts. Aber auch überhaupt nichts. Alter. Was ist wieder dieser fucking Stempel? Hallo? Wir dürfen suchen. Naja, was heißen wir? Ich bin hier der Gearschte. Oh Gott. Also gut, ein Level gibt's dann noch. Außerdem hier. Und dann schneide ich euch jetzt gleich den Stempel rein. Das sind alles Level, die wir schon kennen. Bloß die scheint es jetzt hier unter Zeitdruck nochmal zu geben. Beziehungsweise gibt's hier überhaupt Stempel? Hier gibt's keinen Stempel. Da Fug. Da schau ich das an. Hier Status. In der Welt gibt's keinen einzigen Stempel. Ja, hier fehlt mir goldener Flaggenpool. Ich mache mir Sorgen um einen Stempel, der nicht existiert. Lol. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Dann gibt's jetzt noch schnell dieses Level. Kletterei am Stachelhang. Macht. Mario. Schön. Ach du Scheiße. Ah, okay, ich stehe mal ausnahmsweise nicht unter Zeitdruck. Das ist gut. Und hier oben kann ich wieder sehen, welche Assozialitäten uns erwarten. Super. Und hier. Dasselbe in grün. Wow. So, los. Ich bezweifle nämlich, dass wir so viel Zeit bekommen. Weg mit euch. Halt. Oh, was ist das denn? Ach, das ist jetzt so einer, der... Genau. Das ist der, der die Statuenfähigkeit verleiht. Oh. Alter. Fuck you. Fuck you. Ich will den haben. Ich will diesen Anzug haben. Also Selbstmord. Oh. Hier war doch schon irgendwo die erste Münze. Genau. Oh, sorry, dass ich gegen den Mikro gestoßen bin. Oh Gott. Aber von der Atmosphäre gefällt mir schon das Level. Da schaut, das ist ein neues Item. Wow. Siech. Und hier hoch. Wow. Tschüss. Und tschüss. Haha. Opfer. So. Grünstein 1. Ich wusste doch, dass man hier rein kann. Also so schwierig ist es immer noch nicht. Und hier gibt's... Oh Gott, Münzen. Und zack. Oh Gott, das war ein schlechter Ansatz. Oh ja. Aber geht. Nice. Wo? Oh, was machst du denn? Hol den Stern. So. Ja, okay. Und ganz oben habe ich den dritten gesehen. Also wirklich schwer versteckt sind die jetzt nicht. Oh nein. Ja, dann hole ich mir so ein Ding am besten noch auf Reserve. Oh. Wo? Wo gehst du denn hin? Weg mit dir. Weg mit dir. Und hier gibt's... Okay, hier kann ich hoch. Brauche ich aber nicht, ich komme noch so hoch. So. Oh Gott. Es würde doch Ewigkeiten dauern, da so hoch zu kommen.
Oh, Schild. Verpiss dich. Ja, verpisst euch am besten, genau. So. Und jetzt hier hoch. Hab eigentlich nicht das Gefühl, oder klettern die. Oh, klettert der auch schneller. Schon, oder? Ja, hallo. Du sollst da hoch. So. Eine Frage. Wo ist die letzte Münze? Ha! Hab alle Sterne schön und gut. Und. Ah, hier ist die letzte Münze. Und jetzt wieder hier runter. Oh Gott. Besser keinen Verfolgungsangriff, weil der lässt sich danach ja nicht mehr abbrechen. Und perfekt gelandet. Ja, was heißt perfekt? Geht so. Und ja, hier müsste dann eigentlich vielleicht das Ziel auftauchen. Tschüssi. Tschüssi. Und wieder auf alte klassische Art und Weise den Fahnenmast erklimmen. Gut, naja, da die Levels sehr schnell zu gehen scheinen. Möchte ich jetzt noch eins reinpacken? Nee, mach mal nicht. Also, ich hole dann offscreen jetzt schnell den Flaggenpool von letzten Level in der Star World. Im nächsten Part geht's dann auch schon weiter mit den nächsten Levels von der Bloom World. Und ja, scheint halt jetzt hier nochmal so die alten Level zu sein, allerdings special aufgelegt. Das Spiel will anscheinend wirklich nicht enden und... Okay, scheinbar geht's dann hier zu der letzten Welt. Aber okay. Was ich noch nicht weiß, macht mich nicht heiß. Und soweit sehen wir uns einfach nächstes Mal wieder bei Super Mario 3D World. Bis dann und ciao.